Rekorde aufstellt. Und wir bleiben sportlich mit einer Quizfrage. Wer ist das? Na, der Fußballkenner sagt da spontan Olli Kahn. Aber schaut nur mal genau hin. Das hier ist nicht der echte Olli Kahn, sondern nur eine Kopie. Eine Wachsfigur. So steht er mit vielen anderen Figuren im neuen Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in Berlin. Diese Woche wurde das eröffnet. Vorher gab Streit darum, wer da stehen darf und wer nicht. Kinderreporterin Antonia jedenfalls wollte nur ihre Superstars oder deren Kopien sehen. Also dann ab nach Berlin. Reingefallen. Ich bin natürlich keine Wachsfigur. Aber ich finde, die anderen hier sehen fast genauso echt aus wie ich. Hier, Justin Timberlake. Sieht fast so aus wie auf dem Foto. Wow, hier kann man sich ja sogar verkleiden. Oh, die Bundeskanzlerin höchstpersönlich. Und Frau Merkel, wie finden Sie es hier? Keine Antwort. Naja, dann gehe ich zu dem Nächsten. Und wie findest du es hier? Hallo, ich finde es natürlich hier ganz super, weil ich ja dafür verantwortlich bin, dass die Figuren immer so toll aussehen, wie du sie jetzt hier sehen kannst. Wie funktioniert es denn, so eine Wachsfigur herzustellen? Also manche von den Stars und Persönlichkeiten kommen extra zu uns und lassen sich ganz genau vermessen. Und bei anderen müssen wir auf Bilder zurückgreifen. Dann werden zum Beispiel so eine Sachen wie der genaue Haarton und die ganz genaue Augenfarbe bestimmt. Und das macht es auch aus, dass die Figuren so echt wirken. Und hier kann man sehen, wie die Bildhauer die Maße, die sie von Herbert Grönemeyer in dem Fall abgenommen haben, zu einem Kopf modelliert haben. Und davon wird dann der eigentliche Wachsabguss genommen. Der sieht ja schon ganz schön echt aus. Wie kriegt ihr das denn hin mit den Adern? Die werden mit diesen ganz, ganz kleinen Pinseln ganz, ganz fein säuberlich mit normaler Ölfarbe, wie sie seit Hunderten von Jahren benutzt wird, aufgepinselt. Sag mal, Jona, wie lange dauert es jetzt, bis der richtig fertig ist mit Körper und allem? Also, wenn man den Kopf hergestellt hat, dann ist das Größte schon geschafft. Aber er muss ja dann auch noch einen vollständigen Körper kriegen und die Klamotten. Ich würde schon sagen, insgesamt ein halbes Jahr pro Figur kann man rechnen. Wow. So viele Promis auf einem Haufen habe ich als Kinderreporterin wirklich noch nie getroffen. Die Wachsfiguren sehen wirklich wie echte Menschen aus. Und ich durfte mich sogar verkleiden. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und damit zurück ins Studio. Tschüss. Tschüss, na dann, danke, Antonia. Da hast du mir jetzt aber irgendwie einen Teil Wachsfigur mitgeschickt. Naja, bringe ich gleich zurück. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder um 10 vor 8. Vorher das Wetter. Tschüss.